Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Aufnahmesession von Dark Souls 2. Ja, beim letzten Mal haben wir ja diese drei kleinen Fiffis da umgehauen. Ich weiß schon gar nicht mehr, das waren diese Ruinenwächter, waren das, ne? Ja. Ja, und ihr hört schon, die Frau sitzt auch wieder neben mir. Und ich habe einen zweiten Charakter mittlerweile angefangen. Den spiele ich aber definitiv nicht weiter wie den Charakter aus dem Let's Play, denn ich möchte einfach mich nicht vorher spoilern und möchte mit euch das Spiel gemeinsam genießen und nicht schon alles vorher wissen. Ich habe aber mit meinem anderen Charakter noch ein paar Sachen herausgefunden, die ich jetzt gerne einmal machen würde. Also wir machen jetzt mal eine kurze Reise in alte Gebiete, wo wir schon waren und schauen dort mal, ob wir da noch irgendwie was vergessen haben mit unserem Let's Play Charakter. Ja, dann mach das doch mal. Was machst du denn da? Du sollst nicht twittern, du sollst mitmachen. Ich twitter nicht, ich aktualisiere. Sie aktualisieren. Du brauchst nur die Let's Plays twittern, mehr brauchst du gar nicht zu machen. So, wir müssen auf jeden Fall erstmal hier nach oben. Das ist, der Weg ist jetzt... Achso, ich brauche nur einmal hauen. Ich hab's fast vergessen. So, hier oben ist auch noch einer. Ich nehme einfach mal das Schwert in zwei Hände. Was soll der Geiz? Wow. Aua. Ja, und das kommt dabei raus. Ja, den habe ich aber auch nicht gesehen. Ist egal, passiert ja eh nichts. Wir kommen eh noch öfters zum Feuer. Weil wir gehen jetzt erstmal hierhin noch was erledigen. Ich glaube, das sind sogar zwei Sachen, die wir machen können. So, der ist weg. Der ist auch weg. Hast ihm einfach die Beinchen weggeschnipselt. Jo. Also manchmal macht das auch Spaß. Mit meinem, ich muss sagen, mit meinem zweiten Charakter, das ist ein Krieger, ist halt auch ein Nahkämpfer. Mit dem schlaufe ich öfters mit zwei Händen rum. Aha. Ohne Schild. Weil es einfach schneller geht und die Gegner damit schneller kaputt sind. Zack, einmal gehauen. Auch einmal gehauen, weg. Ach, guck mal. Und den haben wir auch weg. Wieder Wurfmesser bekommen, das ist auch alles fein. Und außerdem ist das, wenn ich jetzt hier an so einer Wand stehe und dann an die Wand haue, dann haut er öfters durch die Wand durch. Wenn ich nur in einer Hand trage, das magische Schwert, jetzt ja. Hätte ich fast Messer gesagt, dann bleibt er an der Wand manchmal hängen. Mit dem zweihändigen Taktik funktioniert, bleibt er zwar auch ab und zu mal hängen, aber es funktioniert halt etwas besser. Siehst du? Mhm. Oh, schon wieder Gegenstand. Die droppen mir echt gut. Schon wieder Wurfmesser. Ich will jetzt erstmal hier eben oben hin den Typen platt machen. Ich hoffe, der schießt mich jetzt. Oh, Gott sei Dank. Sehr schön. Boah, was droppen die denn hier? Ein Wurfmesser. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir noch so viel übersehen. Weil wir sind ja eigentlich schon recht großzügig hier mit dem Umgucken und allem. Tja. Weil wir alles sehen wollen. Aber alleine schon da bei den Piraten, wo wir gleich auch nochmal hingehen werden, da haben wir Unmengen vergessen. Echt? Ja. Und den hier bringe ich jetzt auch um, da wir ja den anderen auch schon umgebracht haben. Naja, wie du meinst. Kümmern wir uns um den auch gleich. Mal reden konntest du mit dem ja eh nicht, ne? Nö. Wie schnell der doch down ist. Heide Ritterschwert. Gucken wir mal eben, was das für ein Schwertchen ist. Welches könnte das denn sein? Heide Ritterschwert. Das ist... Moment, ich muss mal eben kurz gucken. Wo sind wir? Ach, da sind wir. Ich will aber da einmal rüber. Was ist das für ein Schaden? Blitzschaden macht das. Aha. Das heißt, das macht 75 normalen Schaden und 50 Blitzschaden. Ist jetzt nicht das Beste, aber für Gegner, die blitzempfindlich sind, vielleicht nicht schlecht. Ja. Gut, dann haben wir das soweit schon mal gemacht. Jetzt möchte ich noch eben eine andere Sache machen, die auch hier... Hört man, der hat mich ein bisschen überrascht gerade. Die auch hier vorne ist, dafür renne ich aber nochmal zurück. Wo ist der Ausgang? Da. Nein! Warum springst du da runter? Weil ich die Leiter nicht mehr gesehen habe. Ich dachte, da wäre einfach nur eine Schräge zum Runterlaufen. Watten Vollpfosten. Ja, ist ja egal, wir reisen ja jetzt eh mit dem Leuchtfeuer weiter. Da haben wir wenigstens das Ritterschwert schon mal gefunden. Also ich denke mal, die kann man umbringen. Wenn nicht, habe ich halt einen Fehler gemacht, dann... Aber wir haben ja den, da wo wir da in der Festung waren, mit dem, wo wir mit dem Schiff gefahren sind, da haben wir ja auch schon einen getötet. Wir reisen jetzt nochmal hier hin, allerdings diesmal da in die Gegend.
hier haben wir noch zwei Sachen zu machen. Aha. Die ich selber herausgefunden habe. Was heißt, das eine habe ich herausgefunden durch einen dummen Zufall. Weil ich beschmissen wurde von einem Gegner. Übrigens kann ich mittlerweile auch sagen, warum hier der Gegner nicht mehr auftaucht. Der Gegner taucht aus dem Grund nicht mehr auf, weil wir den schon 15 Mal getötet haben. Und in diesem Spiel ist es so, dass wenn man einen Gegner 15 Mal getötet hat, dass sie dann nicht mehr wieder auftauchen. Warum ist dann der eine Vogel jetzt immer noch da? Den hast du ja jedes Mal mitgetötet. Nee, den habe ich nicht jedes Mal mitgetötet. Jedes Mal, wenn ich hier in die andere Richtung gelaufen bin, habe ich doch erstmal auf den von der Brücke gewartet. Ach so. Und dann bin ich doch hier gar nicht mehr weiter und habe den getötet. Ach so, okay. Es war übrigens auch ein Trugschluss gewesen, dass die verschwinden, wenn wir zu oft sterben. Es liegt wirklich nur daran, wenn wir die öfters getötet haben, also 15 Mal. Aha. So, zum Glück ist das hier alles relativ dicht beieinander. So. Haha. Ich warte jetzt erstmal hier auf den, der von unten kommt. Der dich dann von der Seite anschießt. Es kommt gar keiner von unten, sehe ich gerade. Kommt er jetzt? Nö. Sind wir wohl schnell genug gewesen. So. Der Typ, der hat mich nämlich angeschmissen. Und das war nicht schön. Der hat dich angeschmissen. Ja. Der schmeißt doch mit Feuerbomben. Ja. Und der hat mit Feuerbomben ganz böse geschmissen, denn der hat dahin geschmissen. Ich stand da in der Ecke. Aha. Wenn du jetzt diese Fässer dir anguckst, ja. Die sehen anders aus wie andere Fässer. Ja. Wenn du dir jetzt einen kaputt rollst, ja. Dann siehst du, da kommt irgendwas Schwarzes raus. Ja. Ist wahrscheinlich Schießpulver. Genau. Deswegen versuche ich das jetzt mal, ob das klappt hier. Aha. Da kann man nämlich ein Loch in die Wand sprengen. Da, wie gesagt, das habe ich durch Zufall herausgefunden, dass ich von dem hier angeworfen hat. Ja, da bin ich fast gestorben, weil ich in den Fässern stand und explodiert bin. Und schwupps, da hat man einen Shortcut. Eine Abkürzung. Genau. Ich habe mich selber gewundert. Also da müssen wir auch noch verstärkt drauf achten, auf diese Fässer, die an Wänden stehen. Aha. Gut, damit haben wir das auf jeden Fall schon mal abgeschlossen. Jetzt haben wir noch eine Sache zu machen und dann haben wir es. Ich weiß, das war knapp. Ist aber nicht so wild. Aha. Ja, ich kürze einfach mal ein bisschen ab. So, der ist tot. Nee. Den Fehler habe ich vorher, den habe ich mit meinem anderen Krieger schon gemacht. Einfach reinzulaufen, obwohl da noch zwei sind. Nee, einfach mal in zwei Hände zu nehmen. Das ist nicht klug hier an der Stelle. Achso. Ach, wie schön sie aber einzeln kommen. Finde ich gut. Das finde ich super. So, jetzt haben wir nämlich die auch schon mal weg. Können hier nochmal rein. Denn hier unten hatten wir eine Tür gehabt. Ich gehe mal eben noch einen Tacken weiter. Wo ist er? Runter. Falsche Knopf immer drücken. Bei dieser Tür heißt es nämlich, das habe ich auch durch Zufall herausgefunden, weil ich hier am Kämpfen war. Ich bin nämlich hier einfach durchgerannt, hier runtergesprungen und dann sind die hier hinterhergekommen. Dann habe ich hier an der Tür ein bisschen gekämpft, weil die mich zurückgedrängt haben. Mhm. Und an der Tür heißt es ja, öffnet sich nicht von dieser Seite. Ja. Ich denke mal, es geht darum, ich hoffe, das klappt jetzt überhaupt. Hörst du was? Ja. Das ist nämlich anscheinend, man muss einfach mal an die Tür anklopfen. Also das versuche ich jetzt auf jeden Fall bei mehreren Türen, wo es hier steht, von dieser Seite nicht zu öffnen. Ja, klopf an und die wird geöffnet, oder wie war das? Gehe ich mal schwer von aus. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Oh. Der ist aber böse. Au. Hat er dich erwischt? Ja, der blöde Sack. Wollte ich gar nicht. Mein Gott. Blockt. Was ein gegenseitiges Wegblocken, ey. Jetzt haben wir hier nämlich die Tür auf. Da sind wir tausende von Nachrichten. Und hier haben wir eine Kiste. Und hier sind Blutflecken. Die sind wir wahrscheinlich hier drin kämpfen gegangen. Ja. Oder hier ist eine Falle drin. Dann
Das dauert immer ewig, bis er anfängt zu schlüpfen. Was haben wir denn hier? Lebensring und große Titanitscherbe ist hier drin. In den Kisten ist auch immer dasselbe drin. Also das ist nicht random technisch. Aha. So, dann habe ich auf jeden Fall auch mit meinem Krieger versucht, alle Fackeln anzuzünden. Aha. Weil ich habe wohl gelesen, das soll irgendwas bringen, aber bisher, alle Fackeln, die ich bisher so gefunden habe und angezündet habe, hat nichts gebracht. Aha. Da hat überhaupt nichts gebracht. So, jetzt gucken, dass es hell wird. Jetzt gucken wir uns mal eben die Ringe an. Also den mit den mehr Seelen behalten auf jeden Fall. Ja. Was konnte der noch? Nein, ich brauche nicht ablegen. Ausdauerregeneration behalten wir auch. Was konnte der? Wiederherstellung und Klingen. Erhöht körperliche Angriffe. Ich glaube, den können wir mal ablegen, wa? Oder warte mal, was kann denn überhaupt der neue Lebensring? Erhöht maximale TP. Aha. Ja, was meinst du? Sollen wir mehr Leben insgesamt haben oder sollen wir lieber Lebensregeneration haben? Weiß ich nicht, was ist denn besser? Also ich für meinen Teil würde schon fast sagen Lebensregeneration, weil dann kriegen wir ja Leben dauerhaft dazu. Ja, dann macht das. Dann machen wir das. So, war das jetzt alles? Ich bin gerade überlegen. Doch, hier in diesem Bereich des Spiels ist das auf jeden Fall erstmal alles gewesen, was ich herausgefunden habe. Das heißt, wir können in den nächsten Bereich uns aufmachen. Hm. Und da muss ich jetzt gerade mal überlegen, wo war das? Ich glaube, da, wo wir als letztes her waren. Genau, dann machen wir das, wo wir als letztes gewesen sind, erstmal als nächstes. Aha. Du meinst das Schiff, oder... Nee, das Schiff als zum Schluss. Ach so. Wir gehen jetzt erst wieder dahin. Und das Schöne ist, da wir jetzt hier die Wand kaputt haben, kommen wir jetzt ganz schnell ans Feuer dran. Einfach mal hier durch die Wand durch. Sonst hätten wir den ganzen Weg nehmen müssen. Ja. Fand ich auf jeden Fall auch interessant. Also habe ich nicht gewusst, dass das auch geht. So komplette Wände weg zum Ballern. Wir reisen nach... Wo war denn das? Da war das gewesen, ne? Turm? Ja. Ne, ich fange da vorne nochmal an. Ja. Ist ja auch da am Turm. Nur, dass die Gegner halt von dann noch alle zu machen sind. Mhm. Nur da war auf jeden Fall auch noch was ich herausgefunden habe. Und wie gesagt, also ich habe 6 Bosse haben wir ja bisher gelegt. Was ist denn hier? Ne, Moment, wir sind falsch. Ja, du bist jetzt in dem Gang. Ja, das ist der falsche gewesen. Da mussten wir hin. Ah je. Ja, ich bin davon ausgegangen, dass immer das Erste das ist, was halt, wo wir waren. Ah ja. Genau, hier sind wir richtig. Da gehen wir jetzt mal eben kurz durch. Den Fritzen, den hauen wir einfach ganz locker um. Hoch da. Wo bist du? Ey, wo willst du hin? Komm zu mir! Sehr schön. Oh. Die können nix. Und wir haben schon wieder so viele Seelen. Hier waren übrigens auch Explosivfässer gewesen. Aha. Die tauchen aber nicht wieder auf. Manche tauchen wieder auf, manche nicht. Aber ich denke mal, die tauchen nicht auf, weil die Tür auch so aufgeht. Ich weiß auch eh nicht, ob die Tür gesprengt werden kann. Keine Ahnung. So, wir gehen jetzt hier weiter runter. Holen uns mal den. Hallo Freund. Wir sind so unendlich mächtig. So, aufpassen. Und so unendlich eingebildet. Hier sind übrigens auch diese Fässer, ne? Aber das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal schon festgestellt, oder? Ja. So, hier ist auch noch irgendwo ein Wuffi. Wieder ein Wuffi weg. Den Wuffi können wir weg. Ah, scheiße, Arschloch. Machen wir den noch weg und jetzt müssen wir hier dieses Ding da. Komm mal her. Oh, diesmal ist nicht von hinten angefallen? Nee. Bewusst nicht. Warum nicht? Weil... Was? Haha. Nein! Oh nö, das Fass habe ich doch gebraucht. Arschloch, jetzt müssen wir nochmal zum Feuer. Hat er das Fass geplättet, was du brauchtest? Ja, das Fass habe ich gebraucht. Hier gibt es nämlich noch eine Wand, die ich durch Zufall entdeckt habe. Ach so. Ach, so ein blöder Sack. Tja. Scheiße, kommen wir gar nicht mehr zurück, ne? Ha, ha. Ha, ha. Scheiße. Ha, 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 ha.
Ach Quatsch, mach doch keinen Mist hier. Aber es muss doch einen Weg zurückgeben, das geht doch gar nicht. Es geht wirklich nicht zurück. Tja. Oh, ist das nervig. Genau aus dem Grund wollte ich nämlich, dass er näher zu mir rankommt. Und dann macht er trotzdem so einen weiten Schwung nach hinten weg. Aha. Wir gehen ja auch gerade falsch, wir müssen hier rein. Weil wir müssen dann zum anderen Leuchtfeuer. Nervtöten, nervtötend. Ach ja, ist das süß. Weißt du was, das dauert mir alles so lange. Stürzt du dich jetzt in den Tod oder wie? Ich mache jetzt frei tot. Die Seen kriegen wir ja wieder, ist ja kein Ding. Also darf ich jetzt einen Strich machen für Freitod oder was? Ja, wir sind gestorben, musst du machen. Ungern mache ich sowas, aber es geht ja nicht anders. Ey, das nervt mich. Ja. Wie viel Menschlichkeit haben wir eigentlich noch? Mal eben kurz gucken. Ach, 16 Menschlichkeit, ja komm. Da können wir auch den Freitod mal in Kauf nehmen. Trotzdem ist das echt eine nervige Stelle, wenn du hier nicht mal mehr zurückkommst. Oh, oh. Du mich auch. Ich habe auch festgestellt, dass man, wenn man bestimmt trifft die Gegner, dass man dann auch mehr Schaden macht. Aber wie das jetzt genau abläuft, weiß ich jetzt nicht. Aha. Ich glaube, wenn der Schwung am stärksten ist. Oder am weitesten schwingen oder so, keine Ahnung. Halt, warte mal. Ich habe eine Idee. Du kommst da nicht wieder zurück. Da an der Stelle komme ich wieder zurück. An der anderen Stelle kam ich nicht wieder zurück, so, wo wir gerade drüber sind. Aha. Was denn? Guck mal hier. Hm, pass auf, dass du nicht runterfällst. Hallo. Na komm. So. Bist du ein Arsch? Ich kann das, ne? Ist ja nicht zu fassen. So, jetzt dürfen wir hier den Quatsch wieder machen. Und tot. Also die Hunde können echt nichts. Die können gar nichts. Es sei denn, sie erwischen mich. Der hat mich nicht erwischt. Ausnahmsweise mal. So, jetzt hoffe ich mal, dass er jetzt das fast nicht kaputt macht. Hallo. Hallo. Sehr schön, komm mal rüber. Ja, so ist gut. Aua. Ein Pückelchen hat er noch. So, jetzt haben wir's. Und er hat sogar was gedroppt. Dämmerungskraut? Was ist das denn? Obwohl, doch, haben wir, glaube ich, schon mal gefunden. Warte mal. Dämmerungskraut, wo könnte es sein? Oben das Weiße? Nee, das ist die gelbe Blüte. Oder? Moment. Das ist es nicht. Doch, da, Dämmerungskraut hatten wir doch noch nicht. Stellt Zaubereinsätze wieder her. Das ist auch nicht schlecht. Aber wir haben doch noch was anderes gefunden mit Zaubereinsätzen, oder nicht? Pff. Ich meine schon. So. Und jetzt gehe ich erst die Hunde kaputt machen. Weil nicht, dass die mir gleich einen Strich durch die Rechnung machen. Ach, schön. Ah! Hast gesehen? Den ersten haben wir getroffen. Den anderen haben wir nicht komplett getötet, weil der nur mit der Spitze getroffen wurde. Ja. Also das macht, spielt auch einen Unterschied. Siehst du das? Ja. Das ist ein Riss in der Wand. Ja. So, jetzt ist der Trick. Cool, dass du jetzt das Fass runter. Ja, das ist nämlich der Trick daran. Das ist auch, wie gesagt, im Kampf passiert, ohne dass der irgendjemand auf das Fass geschlagen hat. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich das Fass auch richtig runterkriege. Schnell hinterherlaufen. Da steht es auf jeden Fall gut. Und einmal mit... Scheiße, jetzt habe ich die Feuerpfeile nicht mehr ausgerüstet. Ich weiß immer noch nicht, wie ich die Feuerpfeile und die Pfeile wechsle. Ich habe keine Ahnung. Kannst du vielleicht sogar nicht wechseln? Doch, ich habe das schon gesehen.
Aha. Und da ist die Wand weg. Schön, schön. Mhm. Und da ist ein Feuer. Ja. Oh. Und deswegen habe ich mich gerade auch so geärgert. Ah, ja. Jetzt haben wir wenigstens hier auch noch ein Feuer. Das ist dann schon das vierte Feuer. So, warte mal hier. Ich dachte, hier wäre noch ein Feuer. Oh, was ist das denn? Ein Schmied. Ein Schmied. Oh. Und was ist das? Ach, die Tür geht hier auf, wa? Nee,